willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rosemarie und wir haben heute eine Maske, also ja Augenpads mehr gesagt. Ja, die sind von Action. Die sehen so hier aus. Ja, hier sind 4 Stück drin. Ich habe schon 2 benutzt. Ja, ich wollte euch jetzt mit euch das dritte Mal jetzt euch mit euch testen. Diese Augenpads hier, die ihr runterlegen tut. Ja. Also ich finde, ich habe die jetzt, heute ist Freitag, Donnerstag benutzt und Mittwoch. Mittwoch und Donnerstag benutzt. Also ich finde, wenn man das so richtig gucken tut, wenn man das regelmäßig macht, also jeden Tag, ich finde, das hat sich etwas getan. Ja. Fokussiert. So, genau. Seht ihr das? Also ich habe jetzt nicht mehr so extrem, ein bisschen habe ich immer, das ist klar, aber nicht mehr so schlimm. Genau, wir wollen heute das letzte Mal ausprobieren, an dem Freitag. Ich möchte das ja 4 Tage hintereinander ausprobieren, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Genau, und heute ist der 3. Tag, also ich finde, es hat wirklich Wirkungen getan, wenn man die hintereinander benutzen tut. So, wir machen die jetzt auf. Warte mal, wie lange muss man die drauf lassen? Hier steht Augenmaske wirkt erfrischend und hydratisiert die Haut unter dem Auge. Anwendung reinigen Sie sofortige Ihr Gesicht, legen Sie auf Sie das Pad auf die Haut unterhalb der Augen. Lassen Sie es ca. 30 Minuten drauf. Also ca. 30 Minuten. Genau, wir machen das jetzt zusammen auf. Holen die Pads raus. Das Gute ist... Ups, ist das andere noch hier drin? Ja. So. Die Pads sehen so hier aus. Genau, und wir wollen sie jetzt mal zusammen drauf machen. So. Ja, ich mache die so ein bisschen hier drüber, nicht wundern. So. Und die halten auch richtig gut. Die rutschen auch nicht. Gar nichts. Also ich finde die mega. Diese Augenpads. Und das andere Augenpad, das sieht so hier auch aus. Ganz normal weiß sieht das aus. Genau. Ups. Mal noch ein Stück rüberschieben. So, die habe ich jetzt hier zusammen gemacht. Ist ja nichts Schlimmes. Jo. Ups. Dran. Also die sind auch richtig schön getränkt. Diese Augenpads. Ja, ich finde die mega. Man kann damit machen, die rutschen auch nicht so runter. Die sind auch ganz dünn, die Masken, also die Augenpads, die sind auch richtig dünn. Ja, also ich finde, die haben auch sehr viel Serum drauf, ganz viel. Und hier drinne liegt immer noch Serum drinne. Das mache ich mir dann nächstes Mal, dann wenn die Masken dann alle sind, gehe ich dann hier mit dem Finger rein oder kipp die um in so einen kleinen Mini-Behälter und dann werde ich mir die nochmal so schön an die Augen so ein bisschen drum machen, also das Serum. Genau. So werde ich das machen. So. Und man merkt auch, wenn man die abmacht danach, dass sie auch ein bisschen straffer unter den Augen sind. Also ich sehe dann immer gleich sofort einen Effekt. Genau. Ich finde die Masken, die Augenpads, was will ich mal mit Masken? Ja, das sind meine allerersten Augenpads, die ich jetzt erstmal richtig ausprobiere. Und ich habe mir gedacht, ich probiere die gleich die 4 Tage hintereinander aus. Weil ich hatte auch schon mal gehört, dass die beim einmal wirken, ja, so ein bisschen wirken. Aber wenn man die hintereinander benutzen tut, die Augenpads, dann haben die einen anderen Effekt, also richtigen, besseren Effekt in den Augen, unter den Augen, als wenn man die nur einmal benutzt. Deswegen haben wir die jetzt das 3. Mal benutzt. Und ja, das 4. Mal werde ich euch auch wieder mitnehmen und dann werde ich euch zeigen, ob sich das noch besser entwickelt hat
Oder aber auch nicht. Wir gucken einfach mal. Genau. Jo, ich finde die richtig gut. Hier, ihr seht ja, ich wackle. Die rutschen nicht hier. Augenzwinkern. Rutschen gar nichts. Die bleiben hier Bombe fest. Also so kann ich schon mal ein Däumchen nach oben geben von Action. Kann ich auf jeden Fall erstmal ein Däumchen nach oben geben. Also helfen wirklich. Was ich das einzige Problem hatte, wo ich das allererste Mal benutzt habe, hat mir, warte, schalte mal scharf, hier unten so ein bisschen, nicht so am Auge da, so ein bisschen wehgetan. Ich weiß nicht, ob das von den Masken kam oder das ist einfach nur von meinem Auge war. Das kann ja sein, das ist ja unterschiedlich. Dass mein Auge einfach irgendwas gerieben hat, so extrem doll, dass es davon wehgetan hat. Das kann auch möglich sein. Das kann ich jetzt nur spekulieren, deswegen wollte ich die jetzt weiter austesten. Und gestern hatte ich die benutzt und das hat nicht weiter wehgetan. Also ein bisschen tut das jetzt immer noch weh, das ist ja klar, weil es erstmal richtig verheilen muss, wenn man das ja gerieben hat. Aber gestern hat es nicht noch mehr wehgetan, so das hatte ich gemeint. Weil manchmal legt es dann drauf, das zweite Mal, und dann tut das Auge noch weh. Aber da war nichts gewesen, das verheilt gerade schön. Ja, wie findet ihr die Masken von Action? Also Augenpads. Ich finde die jetzt zum dritten Mal ziemlich gut. Ja. Genau. Seht ihr, die rutschen. Seht ihr? Genau. Da ich wollte es euch mal zeigen, dass man auch Faxen damit machen kann. Man kann damit laufen, irgendwas anderes machen. Aber man merkt ein bisschen nach den 30 Minuten ist es trotzdem noch so nass, finde ich. Aber, also, ja, aber so kühlen tun die jetzt nicht so extrem, so ein bisschen, ja. Aber wenn man die abmacht, merkt man das, dass die Haut so leicht straffer wird. So ein klitzekleines bisschen. Ja. Also ich kann die nur empfehlen. Jo. Ich wollte die nächstes Mal gerne hier oben mal mit ausprobieren, weil ich ja hier oben auch die Falten habe. Nehme den restlichen Serum, was hier drin ist. Das können wir auch gleich mal ausprobieren, ob das auch wirklich so hilft. Ich nehme mal das. Kommt jetzt noch was raus. Den muss man mit den Fingern machen. So hier oben das Serum drauf machen, dort wo auch die Falten sind. So ein bisschen einwirken lassen. Mal gucken, ob das auch hilft. Also ich habe das immer noch aus der Verpackung hier genommen. Ja. Möchte es gerne mal hier oben probieren, ob das ein bisschen straffer wird. Genau. Und jetzt wollen wir das hier unten noch hier so benutzen. Da kommt die auch. Tütchen. Ja, da ist noch so viel Serum drin, seht ihr das? Muss so viel in meine Händen. Ja. Also das hier mache ich jetzt zum allerersten Mal mit euch zusammen. Das hier auftragen. Das hier. Mal gucken, ob das hilft. Genau. Und hier ist immer noch reichlich Serum drin. Meine Hände laufen davon noch. Ich schmier das jetzt in meine Händchen rein. Ein. Jo, das tut ja den Händen genauso gut, ob es jetzt im Gesicht oder an den Händen. Hier. Ja. Können mal meine Hände auch ein bisschen straffer werden. Aber trotzdem, ich finde, aber gleich mache ich dich gucken nach den 30 Minuten, ob das ein bisschen geholfen hat. Also das brennt auch nicht an den hier unten und hier oben. Nichts, auch nicht an den Augen, brennt nichts. Ja. Jo.
Und die halten auch hier. Ihr braucht nicht mal zu drücken. Seht ihr das? Die sind Bombe dran. Die kleben wie 1. Wie 1A. Wie normaler Kleber. So halten die. So Bombe. Jo. Genau. Entschuldigung, das war nur mein Wecker, wenn ihr was gehört habt. Ja, der klingelt immer. Ja, aber lasst euch damit nicht stören. Der ist jetzt aus. Genau, und wir sehen uns gleich in 30 Minuten wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, jetzt sind es 30 Minuten um und wir wollen mal gucken, wie es jetzt aussieht. Also hier seht ihr, die halten trotzdem noch Bombe. Die sind leicht jetzt trocken geworden. Das merkt man also ganz leicht trocken. Das Serum ist jetzt eingezogen in die Haut, richtig schön. Das merkt man. Und jetzt ziehen wir die ab. Hier siehst du das. Und zack. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier ist immer noch ein bisschen Serum drauf. Wollen wir mal gucken. Und das hat wirklich gut geholfen. Also wenn es einzieht, merkt man, dass es langsam straffer wird. So, ich arbeite das jetzt ein bisschen ein. Ein bisschen einarbeiten. Dass es ein bisschen einzieht. Es klebt ein bisschen, das ist aber normal. Ich glaube, ja, also ich finde, guckt mal euch an. Ein bisschen straffer ist es jetzt geworden wieder. Wollen wir mal hier oben gucken? Ja, hier oben ist auch schon alles eingetrocknet. Ja, das mal ein paar Fältchen, die ist ja klar. Und hier, ja, hier immer noch so ein bisschen. Jo. Also ich finde, unter den Augen, jetzt merkt man langsam, dass es richtig einzieht. Also ich finde, die richtig, richtig gut. Ein Daumen nach oben bekommen die von mir. Und was sagt ihr zu den Augenpads? Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Infobox schreiben, wie ihr die so findet von Action, diese Augenpads. Genau. Hier ist jetzt noch eine drinne. Die ist für morgen. Die ist jetzt noch für morgen. Und dann ist die Packung alle. Genau. Das ist jetzt die Augenpads. Und ich finde die mega, mega gut. Und was sagt ihr dazu? Könnt ihr mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich sage, Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, das Video kommt am Samstag hoch. Genau, am Samstag erst, weil wir morgen noch das eine machen müssen ja noch. Und danach kommt das Video nach oben. Genau, dann gucken wir morgen, wie das aussieht, ob das so geblieben ist. Oder, genau, beim vierten Mal noch besser ist. Wollen wir mal gucken, ob das einen Effekt zeigt, noch einmal. Aber ich finde das jetzt so, wie es aussieht, schon richtig, richtig gut. Also Bombe. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar. Und wenn ihr unten die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein einziges Video mehr. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Guten Morgen. Ja, wir wollten heute den vierten Tag machen mit der Augenpads. So, mit den Augenpads, den vierten Tag. Gesicht, ich habe schon gereinigt. Meine Augen, ja, Augenlider sehen jetzt so aus. Es ist noch früh. Ja, aber trotzdem finde ich das schon, wenn man es regelmäßig macht, schon besser. Ja, und wir wollen heute den vierten Tag damit anfangen. Mit der hier, mit den Augenpads. Ich habe ja gestern, war ja Freitag, heute Samstag. Und da kommt auch das Video dann gleich mit hoch am Samstag. Nicht wundern. Genau. So, hier sehen die schönen die Augenpads. Die sind richtig schön getränkt. Ja. Ja, muss man aufpassen, die kleben nämlich zusammen, total hier. Da
dass man nicht denkt, dass es ein Paar ist, sondern dass es zwei Paare sind. Ja, ich habe nämlich am Anfang gedacht, das ist nämlich nur ein Paar. Aber das war leider nicht so. Ich habe mich nämlich gewundert, wo das zweite Paar liegt. Ja. Und da habe ich mitbekommen, dass es eigentlich zu dick ist. So, jetzt machen wir das erste Auge drauf. Aber es ist eigentlich egal, wie rum man die macht. Das ist Buki eigentlich. Die führen sich genauso gleich an. Genau. So, hier oben zu. Mal ordentlich Müll machen. Meine Hände sind nass. Und da klebt das immer da drin, so extrem. So. So. Ja, das ist jetzt der vierte Tag mit Masken. Das hier sind ja auch immer nur vier Masken drin. Und die habe ich für euch getestet. Hintereinander die Masken. Genau. Und heute zum Samstag ist der allerletzte Tag mit diesen Masken. Genau. Und wenn die wirklich weiter so gut helfen, gerade früh oder abends, wenn man so einen schweren Tag hatte oder so einen Arbeitstag hatte, zum Relaxen, finde ich den nicht wirklich schlecht. Ja. Mein Auge tut auch gar nicht mehr weh, also können das gar nicht von diesem Pelz gewesen sein. Das, was es ja war, wo ich am Anfang gesagt habe, mir tut das hier unten so ein bisschen hier weh. Aber das war nicht die Pads, das war nur mein Auge. Das war irgendwie nur ein bisschen wund gewesen, vom Reiben gewesen. Ja, heute tut sie mich gar nicht mehr weh. Ja, genau, die Augenpads, die kriegen von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Die sind auf jeden Fall von Action. Genau, und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Hallöchen, meine Lieben. Ich bin jetzt wieder zurück. So, ich habe die Masken, sind jetzt schön trocken. Die 30 Minuten sind jetzt rum. Und wir werden die jetzt schön abmachen. Eine Seite. Und die sind auch schön richtig fest. Man merkt das, wenn die abgehen, wie man die abziehen muss. Sonst gehen die gar nicht ab. So, jetzt gucken wir mal. Ja, also nicht wirklich jetzt, oder? Was sagt ihr jetzt dazu? Ja, ein bisschen hier. Ach, ist das jetzt so unscharf? So. Meine Nase juckt. Ja, hier drüben auf jeden Fall. Und hier auch. Ja, jetzt sieht man es besser. Also ich kann die Masken empfehlen. Also man muss die, glaube ich, nur so zwei Tage hintereinander machen. Da sieht man schon leichten Effekt oder nach einem Tag sieht man schon. Und wenn man hintereinander macht, weiß ich nicht, ob man das dann noch einen besseren Effekt gibt oder nicht. Ich sehe jetzt nicht so wirklich mehr einen Unterschied von den vier Tagen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Zu den vier Tagen. Ich gebe mal ein bisschen mehr Licht. Ja, ist in Ordnung. Ja, ihre Aufgabe tut sie hier. Es ist ziemlich straff hier alles. Es klebt auch. Hier seht ihr, wie straff das ist. Ja, ich würde sagen, Däumchen nach oben. Also ich würde die mir wieder kaufen. Für wenn man mal einen schlechten Tag hat oder mal nicht so viel geschlafen hat. Oder eine Nacht, wo man kaum schlafen kann, da kann man auch die Augenpads drauflegen. Ich finde die top und ich würde die mir auch wieder nachkaufen. Also ich empfehle die nur, die Maske. Ich finde sie mega gut. So, ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Und heute ist Samstag und heute kommt das Video gleich noch hoch. Bis später. Tschüssi.